So, da bin ich wieder, euer Sarge im Überlebenscamp, dem Vize Beast Mod Magic Farm 2. Ja, da geht richtig die Post ab. Letztes Mal hatten wir den Hunger wieder kurzzeitig besiegen können, aber man kriegt immer wieder Hunger, die Leiste geht so schnell leer. Und wir haben uns ein bisschen gegraben, haben auch die Hacke aufgelevelt. Und schauen jetzt mal, ob wir die repariert bekommen. Und dann hacken wir weiter. Ja, solange bis wir Eisen hacken können, dann denke ich mal, ändert sich eine ganze Menge. So. Ja, das sieht schon richtig gut aus. Jetzt muss ich mal gucken, kann man das nicht mit Salz irgendwie vermengen? Dann habe ich wenigstens gesalzen in Kalamari. Nein, nein. In Salz eingelegt, nein. 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 Okay, also irgendwie das Salz funktioniert nicht wirklich so, wie ich es gerne hätte. Schau mal, haben wir noch was anderes, was wir braten können? Aber Fackeln können wir uns noch ein paar machen. Zwar natürlich nicht mit der Kohle, sondern mit der Billigkohle. Oder was heißt billig? Aber sie sind zumindest aus Holz und nicht vom Rohstoff Kohle. So, alles klar. Dann geht's wieder runter. Ja, Eisen gibt es hier jede Menge. Wie gesagt, Eisen können wir noch nicht abbauen. Aber dazu kommen wir schon noch. Ja, da haben wir schon mal Lava gefunden. Das ist schon mal gut. Ich bin sogar geneigt, das hier mal ein bisschen frei zu machen. Sie an. Keine Ahnung, wofür man das jetzt brauchen kann. Okay. Dann ziehen wir uns mal eine weitere Lane. Unser guten Hacke. So, ich hoffe mal, das Gestöhne kommt von einem normalen Zombie. Was haben wir da? Eine schnelle Beschaufel. Ob das jetzt war, was ich wollte? Aber hey, ja. Wir nehmen, was wir kriegen. So, jetzt haben wir eine Kohle.
mal ein riesiger Kohleraum. Gefällt mir gut. Okay, alles eingesammelt von Gravel. Sehr schön. Dann machen wir da mal Licht. Und da. Okay, Lead nicht, Silber nicht, Kohle ja. Lecker, lecker Kohle. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das nächste Update von der Hacke schon das ist, das wir herbeisehnen. Ja, wenn ich jetzt wüsste, woher das Gestöhne kommt, ne? Das macht mich ein wenig nervös. So, hier sind wir schon ziemlich weit unten. Da haben wir sogar ein bisschen zu weit gehauen. Eieiei, was macht der Hunger schon wieder? Der Hunger. Gehirn. Okay, ein bisschen können wir noch und dann sind die Geräte wieder kaputt. Was sagt die Hacke? 70% XP. Das ist noch nicht so weit, wie ich es gerne hätte. Okay, jetzt sind wir wieder soweit. Jetzt müssen wir wieder reparieren gehen. Zombies? Ups. Das wollen wir mal nicht, dass hier was drinnen spawnt. Okay. Noch alles safe.
Draußen ist Nacht, war ja klar. Was habe ich da jetzt geerntet? Ja, Samen. Okay, toll. Toll, toll, toll. Nee, das mit dem Einpflanzen, das funktioniert noch nicht wirklich. Naja. Okay, den essen wir gleich. Wie die Sachen auf der Wochenradar. Ich weiß nicht, ob es sich überhaupt lohnt, da raufzuschauen. Ich meine, ich gehe dem sowieso nur aus dem Weg. Das ist für mich die einzig richtige Strategie bisher. So, die Kohle machen wir weg. So. Immer schön das Inventar leer machen. Wir wissen ja, wenn wir sterben, ist alles weg. Okay. Ja. Wollen wir jetzt tatsächlich nochmal rausgehen? Ich würde sagen, nein. Ich möchte unbedingt auf Eisenlevel kommen. Ja, wäre doch gelacht, wenn wir das nicht schaffen. So. Mehr Eisen, sehr schön. So, wie schaut's aus? 89%, was haben wir da? Ember. So. Nein. Copper, immer noch Copper. Jetzt habe ich Lack drauf oder was? Das ist hilft mir nicht weiter, Leute. Geht schon gut ab, die Hacke, stimmt, aber ich brauche Eisenlevel. Schon wieder Eisen. Kann man nicht abbauen. Oh, Kohle, ja.
Die Hagge ist kaputt. Die Hagge. Okay, dann müssen wir es halt nochmal schnell reparieren. Das macht gar nichts, wie viel Experiment man macht. Sieht man nicht, okay. Sieht man nur, wenn sie heil ist. Okay, Essen ist jetzt Prio 1, es ist Tag. Ich würde sagen, ich gehe mal los und hol weiteres Essen. Kohle. Und so, aber die lasse ich natürlich da. Und die Schaufel lasse ich da. Die Sachen lasse ich da. Das lasse ich da. Okay, Schaufel nehme ich mit. Noch Essen. Ja, ein bisschen was. Das futtern wir jetzt mal. Wenn ich nur irgendwie wüsste, was das auf der Karte alles für Zeichen sind. Blaue Pfeile. Was weiß ich. Ja, so eine Spinne würde ich jetzt schon. Oh, ein Skelett. Nee, Skelett sollte ich meiden. Keine Rüstung an. Ja, das Boot habe ich jetzt nicht mitgenommen. Ich schwimme auch gern. Und ich gehe auf Squidjagd. Ich würde da gerne den Squid kochen oder in Salz einlegen oder irgendwas, aber es geht halt nicht. Oh oh. Das sieht mir nach einem Chunk-Problem aus. Was sagt denn eigentlich hier mein 53%?
Wir waren eigentlich noch nie so richtig im Landesinneren hier. Dann schauen wir doch mal, ob es hier irgendwas gibt, was braucht. Oh ja, ein Apfel oder was? Ja, lecker, ein Apfel. Oh, bringt ja auch so richtig viel. Oh, was haben wir da drüben? Das ist ein Busch mit irgendwas dran. Jungle Leaves. Ach komm, ich habe gehofft, dass das vielleicht wieder irgendwas zum Essen ist. Ja, ich weiß, mit der Axt geht es schneller, aber die Axt lasse ich lieber zu Hause, weil so eine Exkursion kann schon mal ins Auge gehen. Ich muss mich schon wieder sputen, weil wenn es dunkel wird, will ich hier im Urwald nicht rumlaufen. Echt nicht. Außerdem sehe ich auch überhaupt nichts hier. Wo sind denn mal so Tiere und so? Ja, Tiere? Oder irgendwas zum Essen? Oh, was haben wir da? Was ist das? Ja, lecker, lecker. Also, ich weiß nicht, ob das günstig ist, sowas im Urwald zu spielen, aber... Oh, was haben wir da? Oh, ein Schwein. Ein Schwein. Komm her, du Schwein. Dankeschön. Oh, noch ein Schwein. So, haben wir das jetzt gelevelt? Ja, etwas. Und noch ein Schwein. Wo ist das Schwein? Alter, überall Schweine. Überall Schweine. Ein Hühnchen oder ein Hühnchen? Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Schweinchen. Dankeschön. Oh, ich bin hungrig. Machen wir was dagegen. Das heißt denn Päckisch. Ja? So, wo bist du, Schweinchen? Da. Dankeschön. Ach, viel mehr Schweinchen, das ist ja schön. Oh, oh. Was haben wir da? Ein Raspberry-Busch. Ja, den nehmen wir mit. Das klingt nach etwas zu essen zum Anbauen. Aber dich, Freundchen. Dich nehmen wir auch mit. Wo bist du hin? Wo bist du hin? Schweinchen. Das Schweinchen, aber ich muss es dringend zurück. Okay, jetzt muss ich zurück. Wo muss ich zurück?
Da. Diese Richtung. Und zwar schnell. Ah, ich fürchte, ich bin zu spät dran. Ich bin wahrscheinlich zu spät dran. Eieiei. Ja, oh. Jetzt habe ich echt gedacht, das ist irgendwie ein Monster. Skelette. Und ich werde hungrig. Und zwar richtig. Jetzt gib mal ein bisschen Gas hier. Eieiei, wenn wir jetzt lebend zurückkommen, dann haben wir eine gute Tour gemacht. Ja, es sieht gut aus. Ich habe die Erfahrung gemacht, das Wasser ist relativ sicher nachts. Und das nutzen wir jetzt einfach mal aus. Man ist eigentlich auch relativ schnell. Ich glaube, man ist im Wasser genauso schnell wie an Land. Kommt mir so vor. So, was wissen wir über den Busch? Wo wächst er? Found in warm areas, okay. Ja, warm ist es hier, ist ja Dschungel. Das heißt, den pflanze ich da gleich an. Oh, habe ich da einen Enderman in. Oh! Jede Menge Special Monsters. Ja, ein schwarzer Creeper oder was? Ah, oh, das ist ein Creeper. Ich krieg die Motten, Alter. Okay, das. Boah! Wieso bin ich nicht tot? Keine Ahnung. Hinterfrage ich nicht weiter. Jetzt muss ich erstmal. Boah! Ein Griebe. Der sich mit einem Enderman gepaart hat, beamt sich zu mir hin und explodiert dann. Ist klar. Ist okay, ja? Wenn ihr so wollt, so kann ich auch. So, also wollen wir erstmal hier die Nahrung verarbeiten. Ups. Alter.
ja, wenn so ein Ding hier reinkommt, dann bin ich erledigt. Ja, was sagt mein Decker? Alles klar. So. Das. Bäume brauche ich nicht. Zinnamonne, keine Ahnung. Rottenflash. Wie schaut da die Lage aus? Ja, nehmen wir mit. Und das lassen wir durchbacken. Und jetzt haben wir noch ein paar Minuten Zeit und das nutzen wir um natürlich mit der Spitzhacke noch ein wenig zu hacken und zu leveln. Schaufeln lassen wir natürlich hier. Was haben wir denn noch dabei? Das Holz können wir hier lassen. Alles klar. Bratenes Chicken. Gib ein Fleisch. Das ist doch wirklich den Aufwand nicht wert. Was haben wir denn da? Haben wir da irgendeinen Pisser-Mob oder so? Oder hier drin vielleicht? Okay, ich bin jetzt im Paranoid-Modus. Okay. Dann machen wir hier direkt mal weiter. Schön Kohle. Was haben wir da noch? Keine Ahnung. Oh ja, Eisen. Very nice. Aber leider können wir es nicht abbauen. Vielleicht in 53%. Okay, da geht es hier hoch. Dann machen wir das mal lieber zu. So, machen wir da noch mal ein Licht rein, dann spawnt da auch nichts. Und wir gehen mal weiter runter. Ja, weiter runter ist immer gut. Genau. Gehen wir hier mal weiter. Was haben wir da? Lidohre, da kommen wir ja gar nicht vorbei. Was ist denn da los? Aluminium, sehr schön. Aluminium brauchen wir auf jeden Fall für das Brass in der Schmelze, aber wie gesagt, die Schmelze können wir ohne Eisen sowieso nicht machen. Daher hoffe ich jetzt auf das Level Up von der Hacke. So.
etwas dunkel hier drin. Das kennen wir schon. Ja, was? Was ist hier los? Ich habe ein Skelett gehört. Okay. Es ist wieder kaputt. Das heißt, wir machen es wieder heil. Und dann haben wir es auch mal wieder für eine Folge geschafft. Wir sind nicht gestorben, was mich persönlich sehr freut. Und ich prophezeie einfach mal, dass wir bald auf Eisenniveau sind. Und wir haben schon sehr viel Eisen entdeckt. Das heißt, dann können wir richtig loslegen. Ja. Ja, wir annektieren den Berg hier und bauen uns eine Festung und ja, übernehmen die Weltherrschaft. Also, bis dann denn. Ciao.